Hi Neighbors in the Hood, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um das hier. Einige von euch, wenn nicht alle von euch, werden sich jetzt fragen, was ist das? Nun, dies ist ein Pen and Paper Rollenspiel Monster Handbuch. Kein gewöhnliches, ein außergewöhnliches, denn es ist das Pathfinder Monster Handbuch 4. The most fucking Monster Manual ever. Sein Ruf ist legendär und eilt ihm voraus. Und wir werden heute sehen, ob es seinem Ruf gerecht wird. Dieses Hardcover-Buch ist out of print und beim Hersteller verlagsvergriffen. Ja, ja, das Buch ist für Geld und gute Worte nicht mehr zu bekommen. Und für dieses Buch müsst ihr schon mehr als nur die Hosen runterlassen. Ich sag's euch. Ja. Aber genug des Vorgeplänkels. Packen wir das Ding mal aus und schauen es uns an. Damit die Folie hier nicht so blendet. Wie immer, vorsichtig, wie ein Chirurg. Und wie ihr seht, kaum anständiger Schnitt. So, da haben wir das gute Stück. Entpackt. Ja, das Ganze war für mich ja, mehr oder weniger ein Coverkauf. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir Grendel. Ja, es ist kein Ogre, kein Troll, kein Riese, kein Ettin. It's Grendel. Und schon allein das war für mich ein Kaufgrund. Ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein paar Vampire. Sehen aus wie Nosferatu. Ja, und hier, was haben wir hier? Hier haben wir, ja, vermutlich den Gott der Mindflayer oder so. Das wird sich noch zeigen. So, was haben wir hier? Unfassbare Schrecken. Stell dich den Schrecken der Nacht. Das Monsterhandbuch 4 enthält hunderte neuer Monster für das Pathfinder Rollenspiel. In diesem Buch der Schrecken erwarten dich mitleidlose Seelenbegleiter, bluttrinkende Nosferatus, ja, sagte ich schon. Insektoide, Formiana, gesichtslose Nachtdürre und sogar einzigartige Schrecken wie der springende Hans. Und Grendel persönlich, ja, sage ich doch. Ja, schon allein das war für mich der Kaufgrund. Allerdings muss nicht jede Kreatur ein Feind sein, da mächtige himmlische Herrscher, urzeitliche Sterndrachen und tapfere Schwanenjungfrauen durchaus die Unterstützung großer Helden bei ihren epischen Schlachten benötigen könnten. Ah ja. Das Pathfinder Monsterhandbuch 4 enthält über 300 unterschiedliche Monster, Kreaturen der klassischen Horrorliteratur und des Monsterfilms. Ah ja, ist genau das Richtige für mich. Darunter die Farben aus dem All, ältere Wesen und Kaiju? Kaiju? Godzilla oder was? Naja. Neue für Spielercharaktere geeignete Völker. Naja, und so weiter. Wechselbäger. Wesen von legendärer Macht wie despotische Dämonenherrscher. Außerirdische Elohirni. Hirni oder Hirmi? Naja, kann ich nicht erkennen. So, Hirni. Und die furchterregenden großen Alten, zu denen unter anderem Kutu was? Kutu,
Mensch, kann kein Mensch lesen. Denkt euch doch mal Namen aus, die man aussprechen kann. Neue konstruierbare Kreaturen wie Mechanismen und Todeswalzen. Neue Tiergefährten, Vertraute und andere Verbündete. Neue Schablonen und Varianten für klassische Monster. Anhänge, um sich besser unter den Monstern zurechtzufinden. Und so weiter und so fort. Erweiterte allgemeine Monsterregeln, um Kämpfe zu vereinfachen. Einfache Kämpfe sind immer gut. Herausforderungen für jedes Abenteuer und jede Charakterstufe. Und noch viel, viel mehr. Ja, da bin ich ja gespannt. So. Hatte seinerzeit einen Verkaufspreis von 39,95 €, dieses prächtige Hardcover-Buch. Okay. So, bin ich gespannt, was uns hier erwartet. So. Von wann ist denn das gute Stück? Na, sag mal, ich kann nicht erkennen, von wann das ist. Hier steht nur Pathfinder Roleplaying Game Bestiary 4, produziert unter der Open Games Lizenz 2000. Naja, hier steht etwas. Paizo. 2013, jetzt haben wir es. Und in Deutschland 2015. 6 Jahre alt, das gute Stück. Monstersymbole. Kreaturenart, Geländeart, wo man sie antreffen kann. So, was haben wir hier? Abaya. Sieht aus wie eine, ja, wie eine Art Moräne. Abyssheuschrecke. Algensirene. Albtraumkreatur. Mirage. Erinnert mich ein bisschen an das Killerkarnickel. Von Monty Python. Albtraum Leviathan. Skelett eines Wals. Warum jetzt? Blattrochen. Blutblase. Blutvettel. Brutus Jock Sotot. Buggern. Ja, und hier haben wir Cthulhus Sternengezücht. Die großen Alten von H.P. Lovecraft. Ja, der gefällt mir auch. Dagon, der Dämonenherrscher. H.P. Lovecraft. Dinosaurier. Ah, Dinosaurier sind immer gut. Velociraptor.
Ja, verschiedene Drachenarten. Okay, wer es braucht? Manch einer braucht dir. Dunkelvolk. Ah ja, okay. Oh, da hört es, glaube ich, ein bisschen auf, ne? Ein eingelegter Fötus. Ah ja, der sieht gut aus. Gefällt mir. Eine ektoplasmische Kreatur. Ja, da sag auch ich nicht nein. Der Erlkönig. Die Farbe aus dem Aal. Fleischbrot. Fleischgeformte Kreatur. Ein Riesenfloh. Dann ist er auch kein Floh mehr. Eine Galgenleiche. Geisterrüstung, Erschaffung einer Geisterrüstung. Ein Gespenst. Ja, okay, also so stelle ich mir ein Gespenst jetzt nicht unbedingt vor, ne? Okay. Ein Blutgolem. Verschiedene Arten von Golems. Ein Korallengolem. Ein Schrottgolem. Ein Wachsgolem. Ah, verschiedene Arten von Gremlins. Nicht schlecht. Großer Altar. Großer Altar. Der Cthulhu. Was ist das denn hier? Der König in Gelb. Und hier haben wir es. Grendel. Der Grund, warum dieses Buch hier eingezogen ist. Seht ihn euch an. Herrlich. Also wer gerne nordische Abenteuer spielt, der darf nicht fehlen. Hier haben wir verschiedene Haisorten. Eine Dryade,
Ein Giraffe und ein Hirsch. Das ist der Hirsch, nicht der Giraffe. Herdentiere. Riesenheuschrecke. Heuschreckenschwarm. Huldra. Hungriger Fleischschlick. Der gefällt mir. Sieht auch gut aus. Ja, hier, genau, so eine, ja, was ist das? Dieser von aufgeplatzten Adern durchzogene Augapfel zieht blutige Nervenbündel hinter sich her. Ja, wie groß ist denn der? Kaiju, naja, okay. Ja, ist... Jetzt kommen die Dinger hier von Godzilla und Co. Okay, wer es braucht. Ja, wenn das nicht Godzilla sein soll. Okay. Aber wer weiß, das ist jetzt nur nicht unbedingt meins. Na, mit Lesebändchen. Ein Koloss. Ja, ein bisschen groß. Na, hier haben wir so ein kleines Haus. Auch wieder ein Koloss. Ein Steinkoloss. Hat wohl irgendjemand so ein gewisses Videospiel im Hinterkopf gehabt. Die Körperfresser. Ein Kürbisgeist. Ein Lauerrochen. Der gefällt mir. Lebende Haut, eine lebende Mauer, Lorelei, eine Wehrfledermaus. Der Manitou. Nicht Money One, Manitou. Ein mechanischer Drache. Ein mechanischer Magier. Ein mechanisches Ross. Ja, nun lasst mal die Kirche im Dorf. Eine mumifizierte Kreatur.
Pilzkreatur. Der Rattenkönig. Ja, wisst ihr überhaupt, was ein Rattenkönig ist? Als Rattenkönig bezeichnet man Ratten, die zusammengeknotet sind, fast schon verwachsen sind. Die sind irgendwie mit ihren Schwänzen, gibt es auch in der Realität, aber sehr selten, die mit ihren Schwänzen da irgendwie zusammengeknotet sind und nicht mehr auseinanderkommen. Und die müssen dann eben ewig und 3 Tage, bis sie verenden, zusammenbleiben. Ah, jetzt kommen die ganzen Riesen. Flussriese, Klippenriese, Meeresriese. Ja, man sieht also auch hier, dass hier eine Menge Monster und Wesen aus dem asiatischen Raum hier drin zu finden sind. Der Ruch, genial. Huch, der ist nicht schlecht. Der zweiköpfige Riesenvogel. Stammt der jetzt aus der griechischen Mythologie oder mehr so aus dem indischen Raum? Weiß ich jetzt gar nicht. Nicht schlecht, der ist gut. Also ein Must-Have für mich. Gerade wenn man jetzt so Abenteuer spielt wie Simbad oder Jasen und die Argonauten. Also was in der Art. Schattenkreatur. Gewaltige Schildkröte. Riesenschildkröte. Ein schwerender Spuk. Eine Seekatze. Ich kenne die Seemonkeys. Eine Kleiderpuppe, eine seelengebundene. Seepferdchen. Ja, wenn die Helden mal Unterwasserpolo spielen möchten. Silky. Silky, ich glaube, das ist hier von diesen, so ein Fabelwesen kommt von den Manatees. Skorpione, Riesenskorpione. Goliath-Spinne. Der springende Hans. Aha. So sieht also der springende Hans aus. Die tödliche Muse.
Todeswalze. Aha, und hier haben wir jetzt hier die Vampire, die Nosferatu. Ja, der sieht gut aus. Für gotische Abenteuer. Und hier haben wir neue Vertraute. Aha. Kleine Vertraute. Ein Faultier. Das Schnabeltier. Das Walross. Wechselbalg. Der Weidenmann. Das Reason Weasel. Das Reason Weasel. Schreckenswiesel. Gibt ein Abenteuer im D&D-Band Die Geister von Salzmarsch. Da kommen auch ein, zwei, also so eine Familie von Reason Weasel vor, mit denen die Helden konfrontiert werden. Die Winterviertel. Die Zahnfee, ja herrlich, ja genau, die Zahnfee. Ja, auch das wäre schon für mich ein Grund, mir dieses Band zuzulegen. Ein Grund, dass er dieses Band hier einzieht. Und der Zahnradgeist. Wir nähern uns dem Ende, Freunde. Ja, da kommt jetzt nichts mehr. Nichts mehr an Bildern. Okay, was meint ihr dazu? Kann man sich dieses Buch zulegen? Wird es seinem legendären Ruf gerecht? Ich persönlich weiß nicht, ob man sich unbedingt Monsterhandbücher zulegen muss. Ich denke mal, es ist eher was für Sammler. Ich sehe das auch eher so wie ein Coffeebook, dass man sich einfach mal ansieht, ein bisschen drin schmökert. Aber ob man das nun wirklich braucht, überlasse ich jeden selbst. Ich denke mal, normalerweise reicht jedem die Monster, die in verschiedenen Grundregelwerken zu finden sind, im Allgemeinen aus. Es gibt natürlich eben auch Rollenspiele wie Dungeons & Dragons oder im Pathfinder, wo in den Grundregelbüchern keine Monster drin sind. Dann muss man sich eben das Monsterhandbuch oder ein Monsterhandbuch zulegen. Normalerweise reicht dann das Monsterhandbuch 1, wo dann eben die meisten wichtigen Monster enthalten sind. So, meine lieben Freunde, das soll es dann auch wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der kleine Flip-Through, der kleine Look in the Book gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und macht's gut. Ah ja, und denkt daran, lasst euch nicht wegschnappen.
Hola, grande.